Einen wunderschönen guten Tag. Es geht wieder weiter und heute, wie man sieht, nicht im Container. Das liegt daran, dass der Container da hinten ist, also da neben Maite, und zu ist, weil wir machen ja heute den Tresen. Ja, herzlich willkommen. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Maite freut sich auch absolut doll. Mega. Gut. Und wir wollen heute den Tresen weitermachen. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Friedrich Niemann, meinem Maschinenhändler des Vertrauens. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist unten alles verlinkt. Wir haben zusammen ein Containerprojekt begonnen und das geht jetzt dem Ende zu. Zwei Möbel fehlen noch. Ein extra Möbel wurde noch gemacht. Das steht dort. Das seht ihr gleich nochmal im Anschluss, wie Maite das gemacht hat in der Zeit, wo ich auf Mannschaftsfahrt war. Ich habe mir auch schön die Nase verkühlt, wie man hört. Macht aber nichts. Es geht natürlich fleißig weiter. Wir werden heute den Tresen fertig basteln und ja, da geht's jetzt los, ne? Besonderheit sind die Rundungen, haben wir im letzten Video geklärt. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal und ihr könnt genießen und euch zurücklehnen, ne? Wir haben beschlossen, wir machen gleich ein bisschen Musik an in der Werkstatt, das heißt, ihr werdet auch gleich Musik hören und könnt uns ein bisschen beim Lamellolisieren zusehen, weil den Zustand haben wir ja schon gemacht. Das sind jetzt meine Teile, ich mache hier drei Lamellos ran, können wir die Korben einmal verleihen. That's the plan. Yeah.
So, meine Zuckerhasen. Also, wir haben jetzt die Verbindung gefräst, wir haben die Teile soweit geschliffen, beziehungsweise ich sehe gerade, ich muss die hier noch schleifen. Stimmt, Maite hat nur die eine Rutsche geschliffen, dann war nämlich für sie Feierabend für heute. Ich mache heute ein bisschen länger, weil ich, die letzten Tage war es ja bei mir ein bisschen ruhiger, Schnupfen und ist auch egal, geht's halt mal ein bisschen länger hier, es ist auch okay als Chef. Ja, deswegen, hier Verbindungen sind alle gefräst, das sieht auch soweit schier aus. Das wird nachher auch alles passen. Step by step, ne? So, verleimen, Abfahrt! So, der eine oder andere wird sich wundern, warum ich einen Akkuschrauber in der Hand hat. Ich auch. Ja, wie soll ich das sagen? Wir haben Probe gefräst und haben uns dann aber keine Gedanken gemacht, welches Teil wie wo kommt. Also nicht so richtig zumindest. Thema Tischlerdreieck oder Ordnungszeichen, wie auch immer. Ja, ich sag mal so, dusseliger Anfangsfehler. Das kommt, wenn man gerade ein bisschen anderen Kram oder viel anderen Kram in dem Kopf hat. Was aber passiert, ne? Und das ist so. Und am Ende des Tages ist immer wichtig, ihr braucht eine Lösung. Und die Lösung haben wir. Wir haben jetzt alle Seiten, also wirklich an allen Seiten, wo wir das später nicht sehen können, das heißt unten und oben, haben wir geschraubt, weil oben kommt noch eine Platte drauf, unten sieht man es eh nicht. Und alle Sichtseiten passen. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Ja, nice. So ist das halt manchmal, ne? Nice. Ich liebe dieses Tischlerleben. Dementsprechend, trotzdem ein bisschen Leim dran, das ist natürlich auch gut. Dann hält der ganze Kram nachher auch wirklich bombenfest. Ja, ich werde den anderen Korpus jetzt noch zusammendüdeln und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt ist wieder eine interessante Geschichte. Hieran sieht man sehr gut, dass das Verleimen und das Lamellosetzen und so hat hier super geklappt. Ist alles tipptopp. Aber hier sieht man natürlich wieder 4 Millionen Zwingen und alleine macht das halt richtig Spaß. Jetzt fragt mich mal, warum habe ich denn nicht Klarmex-Verbinder benutzt? Weil die sind ja selbst zwingend. Wie schlau wäre das gewesen? Oder sogar Klarmex, weil am Ende spart man sich da wirklich Arbeit. Also zumindest bei Klarmex. Bei Tenso. Tenso-Verbinder, das sind halt die so ineinander greifen, wo man nicht extra noch eine Bohrung braucht. Die braucht man bei Klarmex. Ja, fürs nächste Mal war wieder clever, Sigi. War wieder clever. Mann, ey. Egal, aber das Ding ist schier, alles gut. Das heißt, der kann jetzt durchtrocknen, der kann durchtrocknen und dann geht das schier weiter. Übrigens, Niemann, die haben auch noch einen Online-Shop. Könnt ihr mal reinschauen. Link ist unten in der Bio, wollte ich schon fast sagen. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist ein guter Schuss. So, mein Zuckerhasen, wir haben das mal alles so hin. Ich bin jetzt gerade dabei, das ein bisschen auszutarieren, damit wir den Sockel schon mal fest haben. Und dann kommen die Korben nachher da drauf. Ja, Sockel ganz einfach, ne? Aus Dachlatte zusammengeeiert. Da wird ja nachher noch eine Multiplex, die davor als Blende fungiert. Von dem her haben wir da nachher keinen Stress.
passt ja. Der hier noch ran. Wir haben uns ja gar nicht vermessen. Nee. Deswegen wollte ich gerade sagen. Wie kann das denn sein? Wir haben uns gar nicht vermessen. Nicht vermessen. Wieso läuft die Kamera nicht mehr? Doch, sie läuft noch. Aha. Und die Kamera läuft. Guckst du? Der besorgter Blick. Die Scheiße passt. Oh, das ist ja Zucker. Oh, ist das schön. Erkennungsziel Tier Vogel, hat die Kamera gerade gesagt. Ich denke, das passt. Ich wollte euch mal kurz abholen hier. Und zwar haben wir jetzt schon die Korben, beziehungsweise der zweite Korpus, der wird jetzt vor Meide gerade festgetackert. Das Regal steht schon, muss noch ein bisschen was ausgeklinkt werden, damit das Ganze an die Wand rutscht. Aber ich finde, so langsam kann man erahnen, wohin die Reise geht. Ich zeige euch das mal. Meide steht gerade nicht, sondern sie kniet. Nein, ich stehe. Meide ist 1,20 Meter groß. Ja, genau. Also das wird jetzt der Tresen. Sieht natürlich anders aus als auf der Zeichnung. Das ist logisch, weil wir mussten das ja umplanen durch die Kühlschränke. Die sind ja knappe 60 tief, nicht ganz. Und ja, dementsprechend mussten wir ein bisschen gucken, wo wir die nachher unterbringen können. Ja, und das ist das Regal, was Meide gezaubert hat. Passt auch richtig geil spack rein. Gerade so, dass wir es in der Diagonale aufstellen konnten. Ja, ne? Oben ist der Stromkasten nachher drin, dass man da einfach ran kann, ist mit Magneten fest. Ganz einfach und sind wir gelöst, aber es passt sich halt ganz gut an in der Optik. Dann stört das auch nicht, dass die Leisten, also die sind ja gedribbelt, aber, also die eine haben wir gerade abgenommen wegen dem Tresen. Nichtsdestotrotz passt das von der Optik, weil dasselbe Holz, ne? Wegen des Tresens. Du hast eben gesagt, mess mal. Es heißt Miss. Ha! Ja, schön. Natürlich auch nochmal einen Dress geworfen, ne? Ja, wir sind jetzt dabei, die Platte, Maida hat alles angerissen und jetzt sind wir dabei, die Platte soweit fertig zu machen und ich merke gerade, ich habe Musik an GEMA, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist der Fokus auch da, wunderschön. Also, ich habe euch ja vorhin, oder ihr habt ja vorhin gesehen, dass wir so richtig schön Schablonen gemacht haben an der CNC und die haben auch einen Sinn. Und zwar wollen wir die Tresenplatten ja, also die beide Tresenplatten nachher rund fräsen dann am Ende, beziehungsweise einmal an der Ecke, einmal am Ende. Und ja, das ist halt schwierig, weil ich kriege die Platte nicht in die CNC, aber wir konnten uns die Schablonen machen, das heißt Bündigfräser und Abfahrt. Und das Ganze zeige ich euch jetzt einmal, wie ich es eben gemacht habe und dann macht Maite das auch nochmal, weil die das unbedingt natürlich auch mal lernen muss, ne? So, guckst du hier, das ist jetzt richtig schickilacki und genauso wie wir das haben wollen. Nicht wundern, hier bleibt eine Ecke stehen, weil wir hier ein bisschen Überhang haben, weil wir hier eine Vorhangleiste drunter schrauben. Und hier ist die zweite Rundung, das ist nachher die an der Ecke und die werden wir jetzt genauso behandeln. Da haben wir die Schablonski, die werden wir einmal mit doppelseitigem Klebeband fixieren und zusätzlich mit Zwingen, einfach damit wir auch nochmal sicher gehen. So, und dann geht's ab hier, ne? Hier wird so einen nice Bündigfräser mit Anlaufring oben, das ist halt ganz cool. Dann habt ihr es ja nicht so schwer, dass ihr von der Rückseite arbeiten müsst. Ja, freut mich. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Wir haben es schon mal wieder reingepackt, ne? Ach, kommt ihr mal mit hier. Kommt ihr mal mit bei die Papa hier. So, und dann guckt ihr mal. So, und jetzt sieht man, das Ganze passt echt gut. Also wirklich, wir haben hier, da muss ich uns selber mal loben, das hat wirklich gepasst. Bis aufs letzte Mühe. Ja, das sieht schon echt gut aus. Der Durchgang ist hier auch noch breit genug, das ist auch wichtig. Und ansonsten hat das alles ganz schön schmuffelig geklappt, würde ich mal sagen. Also wir sind echt zufrieden. Das Ding hat einen guten Platz, es ist alles im Winkel. Ja, gestern der Fehler mit dem Korpus beim Fräsen. Ja, ne? Dinge passieren aus Gründen. Das ist manchmal einfach so. Gerade wenn man viel macht und lange in der Werkstatt ist, dann passieren genau solche Fehler. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schaut mal bei niemand auf dem Kanal vorbei. Ja, geiles Projekt. Macht echt Spaß, muss ich sagen. Gerade jetzt, wenn man so langsam sieht, dass hier richtig was passiert. Klar, das hat auch alles gebockt, aber das ist natürlich so Möbel bauen. Vor allem sich ein bisschen was zu überlegen, ne? Dass das für die Messe gut funktioniert, schick aussieht.
Aber es darf jetzt auch nicht überkompliziert werden. Ne? Wir haben jetzt deswegen auch einen Vorhang und jetzt nicht noch 47.000 Türen und hast du nicht gesehen, weil dann bist du da echt bei, ne? Und Schubkästen und so bla bla. Sondern jetzt machen wir hier einfach schön straight. Einfach, schick und schön. Einfach, schick und schön. Ich wünsche euch was. Maite will bestimmt auch nochmal Tschüss sagen. Maite, du musst jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Und winken. Danke. So, macht's gut. Bis zum nächsten Video.